Wenn du die Materialien entpackst, so hast du einen Ordner mit zwei PowerPoint-Präsentationen drin. Im Moment brauchen wir nur die eine Fototheorie vier Augen. So sieht sie aus. Und hier möchte ich dir zeigen, wie man sich mit Links beliebig in dieser Präsentation herumbewegen kann. Manchmal gibt es ja Themen, die sich nicht so schön aneinanderreihen lassen, wo man nicht linear durch die Präsentation geht, sondern vielleicht geht man dann von einer zentralen Idee aus und schwärmt dann in die verschiedenen Teilaspekte raus. Es gibt zwar Tools, die da besser geeignet sind. Prezi zum Beispiel finde ich großartig für diese Art von Präsentieren, aber auch mit Links in PowerPoint geht das recht gut. In dieser Folie wird eine Methode für die Bildbetrachtung vorgestellt von einem Schweizer Fotografen. Er redet da von verschiedenen Augen. Ich möchte jetzt gar nicht inhaltlich auf diese Präsentation eingehen, aber hier haben wir quasi die Übersicht, wo diese vier verschiedenen Möglichkeiten, Bilder zu betrachten, vorgestellt werden. Und anschließend in diesen Miniaturen siehst du, kommen dann Beispiele von Bildern, die eben dieser Betrachtungsweise entsprechen. Das heißt, ich möchte nun, dass ich auf ein solches Symbol klicken kann und sogleich zu den entsprechenden Beispielen komme. Diese Symbole, das siehst du, sind Bilder, ursprünglich Rechtecke, aber es wurde da über transparente Farbe so eingestellt, dass der Hintergrund wegfällt, dass es also ausschaut wie ein Kreis. Dieser Kreis hier, der soll nun ein Link werden. Ein Link kann ein Text, aber eben auch ein Bild sein. Über Einfügen Link wird dieser Dialog geöffnet. Naheliegenderweise führt ein Link meist zu einer Webseite. Das wollen wir im Moment aber nicht, sondern dieses Dokument wählen wir aus. Und dann siehst du hier diese Auswahl. Wir möchten nicht eine Navigation von Folie zu Folie, also vor und zurück wäre eine Möglichkeit. In diesem Fall wollen wir direkt zu einer Inhaltsfolie springen, nämlich zur ersten Folie, in der es um das Formauge geht, das wäre Folie 3. Okay, das Erzählauge, das wäre dann Folie 7. Einfügen Link, beziehungsweise du kannst dir gleich diesen Kurzbefehl merken, das ist eigentlich bei fast allen Programmen so, bei denen man Links einfügen kann, Befehl K. Das soll also Folie 7 sein, das Ich-Auge wäre dann Folie 9, also Befehl K. Und das Gefühlsauge wäre Folie 5. So, schauen wir das mal an. Wenn ich auf das Formauge klicke, komme ich automatisch zu dieser Folie. Das Problem ist jetzt aber, jetzt sollte ich ja wieder zurückkommen. Wenn ich also auf dieser Folie dann wieder auf dieses Symbol klicke, soll ich wieder zur Ausgangsposition kommen. Auch kein Problem. Wiederum einfügen Link. Und diesmal, ich könnte erste Folie wählen, aber das stimmt ja nicht, weil die erste Folie die Titelfolie ist. Ich könnte vorherige Folien nehmen, aber ich bin ja nicht ganz sicher, ob man immer von dieser Ausgangsfolie herkommt. Vielleicht hat man auch einfach weitergeblättert. Deshalb wähle ich wieder hier die Folie 2, in der eben quasi dieses Inhaltsverzeichnis ist. Und das muss ich jetzt für jede weitere machen. Ich möchte ja von jeder Folie aus wieder zum Ausgangspunkt kommen. Befehl K in diesem Fall und Folie 2. So, jetzt bin ich soweit. Ich habe also von jeder Folie wieder einen Link zurück zu diesem Ausgangspunkt gemacht. Schauen wir das nochmals an. Ich klicke diesmal aufs Erzählauge, lande direkt hier. Mit einem Klick darauf komme ich zurück. Das Ich-Auge funktioniert auch und das Gefühlsauge ebenfalls. Also unsere Navigation funktioniert einwandfrei. Ich kann mich sternförmig hier herumbewegen und komme immer wieder zu dieser ursprünglichen Übersicht zurück.
dann könnte es ja sein, dass man sich mit einem Fotografen etwas intensiver beschäftigen möchte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt von dieser Folie noch mehr Informationen zu diesem Fotografen Blossfeld brauche, so wähle ich wieder einfügen Link, diesmal Website oder Datei, wähle auswählen und hier nun klicke ich auf diese Präsentation, die da geöffnet werden soll, öffnen und jetzt geht der Link auf eine neue Präsentation. Auch das testen wir schnell. Ich starte die Präsentation, tippe auf dieses Bild und bereits bin ich drin in der zweiten Präsentation. Mit Escape komme ich wieder zur ursprünglichen Präsentation, von der ich ausgegangen bin. Erneut Escape, da bin ich wieder im Bearbeitungsmodus. Und als letztes noch, selbstverständlich muss nicht ein Bild zu einem Link gemacht werden. Hier haben wir eine Webadresse, wiederum einfügen, Link oder Befehl K. Ich kopiere diese Adresse und füge sie hier unten rein. Idealerweise ergänzt man sie noch durch http://, aber es sollte auch so funktionieren. Du siehst, die Präsentation wird verlassen und diese Website wird geöffnet. Wenn ich sie schließe, bin ich sofort wieder in dieser Präsentation drin. Ja, das ist eigentlich schon alles. Wie gesagt, ob du ein Bild zu einem Link machst oder einen Text schreibst, das kann auch einfach zurück oder vorwärts heißen, ist egal. Mit diesen Links kannst du dich anschließend beliebig in deiner Präsentation bewegen. Nun, diese ist jetzt bewusst sehr knapp gehalten, es ist ja nur ein Beispiel, aber solche Präsentationen können je nachdem sehr umfangreich werden und Dutzende von Seiten haben. Gerade eine Präsentation für eine ganze Unterrichtsreihe, die jedes Mal wieder nach vorne genommen wird und man fährt in einem anderen Punkt weiter, wird dann je nachdem sehr, sehr groß. Da lohnt es sich, die Präsentation zu gliedern, indem du Abschnitte machst. Ich wähle hier mal diese Übersichtsfolie und wähle Abschnitt hinzufügen. Das wäre dann Einleitung. Dann ab hier ist das Formauge, wiederum Abschnitt hinzufügen. Ja, und jetzt siehst du, kannst du das bequem so einrücken und hast schön eine Übersicht und kannst dich dann um einzelne Abschnitte kümmern, wenn du sie bearbeiten oder auch aufrufen möchtest. Das ist also eine praktische Möglichkeit für sehr umfangreiche Folien. Noch etwas Letztes. Nehmen wir an, es gibt eine Folie, die du jetzt in dieser speziellen Situation nicht zeigen möchtest, zum Beispiel diese hier, weil sie für dieses Alter nicht geeignet ist, so kannst du mit einem Rechtsklick die Folie ausblenden. Sie ist zwar noch in der Präsentation drin, du musst sie also nicht neu erstellen für ein nächstes Mal, aber in der Präsentation wird sie ausgelassen. Das können wir gleich testen. Wir springen gleich zur übernächsten Folie. Du erkennst es daran, dass sie so verblasst ist.